Hey. Link? Are you kidding me? Alter, was ist dein Problem? So, ich hoffe, das wird jetzt nicht unterbrochen. Das wäre schon cool, wenn das klappt. Weil ich weiß nicht, wie ich die Zeit sonst ohne Epona schaffen könnte. Zu Fuß geht's sicher nicht. Was? Wieso stand da 4 Minuten? Wie lange portest du? Was hättest du deine alte Form wieder? Mist. Okay, wir treffen uns wieder, wenn ich bei ihm bin. Ich mache mir nebenbei ein paar Gedanken. Jetzt sind meine Gedanken gerade. Es gibt im Majora's Mask Hasenohren, mit denen man extrem schnell ist. Und diese Hasenohren gibt es aber auch bei Smash Bros. Schon. Bei dem N64er Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da gab es noch... Da gab es Majora's Mask aber noch nicht. Zu dem Zeitpunkt. Darum... Rückfolge ich, weil Majora's Mask kam ja später zum Gamecube-Teil raus. Und im Gamecube-Teil gab es dann 2 Maps bezüglich Majora's Mask in Brawl, also in Smash Bros. Und deshalb vermute ich, dass es hier auch die Hasenohren geben müsste, weil ich glaube, sie waren damals beim N64er Smash auch schon drin. Dann kann es sie nur hier gegeben haben, weil das hier ist der erste Zelda 3D-Teil bis dahin gewesen. Hm. Ocarina war auf jeden Fall schon draußen zu dem Zeitpunkt. Ja, meine Gedanken. Aber Hasenohren... Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil... Ich weiß nicht, wie viele Masken es geben könnte. Weil ich habe ja auch schon vermutet, dass es vielleicht die Maske gibt, mit der man mit Tieren reden kann. Und die gibt es ja auch bei Majora's Mask, weil ich kann mit den ganzen Kühen und mit den Fröschen, es gab ja einen Frosch beim Fluss und so, die wären ohne Grund oder ohne Sinn und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach so random drin sind, das wird einen Grund haben. In Teil 2, also in Majora's Mask, kann man nämlich auch mit den Fröschen dann reden, wenn man die Maske hat. Ich glaube, dass man die Maske gebraucht hat, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da gab es so ein Froschwettrennen oder sowas. Wettschwimmen, irgendwas war da. Und jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt bin ich eh schon fast da, jetzt brauche ich auch nicht mehr skippen. Jo, was ich natürlich auch nicht vergessen habe, ist der Stein bei Ganons Schloss, wo ich auf jeden Fall noch hin möchte und da mal die Situation abchecken möchte. Dann hier bei den Gerudo-Mädels ist noch auf der rechten Seite ja dieser Dingens. dieses Wettrennen oder Bogenschießen zu Pferde. Da brauche ich ja wahrscheinlich Epona. Und Epona will ich halt auch noch holen und dort werde ich wahrscheinlich noch ein Herzteil kriegen. Also davon gehe ich einfach mal aus, weil wofür sollte es sonst sein? Es gibt normalerweise in Zelda kein richtiges Minispiel ohne Belohnung. Bis auf anscheinend das Bogenschieß-Minispiel, wo ich meine 50 Rubine gekriegt habe. Das wäre ja super. Dann in der Wüste hier, dort war ein einzelner Spot, wo auch nichts war. Wo ich nicht richtig untersucht habe, da geht es sicher auch noch irgendwo hin. Und jetzt sind wir zurück bei der Prüfung. Dann würde ich sagen, checken wir doch gleich mal den Raum ab, was da los ist. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Ja, ich versuche es. Schieß ordentlich. So, hier sind wir ja letztes Mal gescheitert, weil ich nicht weiterkam wegen der Handschuhe, weil ich die Handschuhe noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und jetzt müsste ich ja soweit alle Items haben, die es gibt, bis auf die Eispfeile. Ah, die Eispfeile. Vielleicht werden die mein Verhängnis, dass ich hier nicht weiterkomme. Und die anderen beiden Alternativen zu dem Feuer. Wo
Wobei ich da übrigens auch Parallelen vermute, weil es halt genau rechts aufgestellt ist. Hier Feuer, Feuer. Vielleicht ist dann auch darunter Eis, Eis und hier Licht, Licht. Vielleicht gibt es da ja Parallelen. Aber das werden wir herausfinden. Ich mache mir auf jeden Fall erstmal auf den Weg zu dieser Schiebeplattform. Hey. Link? Are you kidding me? Alter, was ist dein Problem? So, da sind wir. Ohne die rechten Hilfsmittel, bla. Kennen wir schon. Und jetzt ziehen wir das Ding nochmal raus. Der mit den Händen aus Silber wird den großen Block verschieben können. Jetzt sind wir der mit den Händen aus Silber. Schieben? Ja, schieben. Schieben. Für immer schieben. Ans Ende der Welt schieben wir jetzt diesen Block. Oder auch nicht. Hey. Wieso geht das da nicht weiter? Probieren wir mal das Auge der Wahrheit. Hier war doch sonst nichts, oder? Nö. Oh. Na, sieh mal einer an. Aha. Jetzt will ich aber da nicht hin. Jetzt will ich hier schauen. Oh, jetzt bin ich hier oben bei dem. Komme ich vielleicht hier zu dem Schlüssel? Dieser eine Schlüssel über dem Lavabecken? Yes, noch ein Schlüssel. Ist das hier sonst noch was? Nö, nö. Nö, nö. Okay. Wie komme ich da denn rüber? Da ist noch eine Truhe. Okay, ich bin hier irgendwo über dem Mittelraum, kommt mir vor. Wir haben schon 6 kleine Schlüssel. Den Raum kann ich hier vergessen. Dann bin ich hier fertig. Da hatte ich mich nämlich auch noch gewundert, als ich dort unten lang lief, was denn dieser Pfad da oben zu bedeuten hat. Aber jetzt wissen wir es. Ah. So, oh nö. So, du auch noch. Lass dich treffen. Oh, Geld. Das ist mein Startkapital wieder. Ja, dann gehen wir da halt so hin. Ja, wiggle wiggle. So, was hast denn du überhaupt genommen? Hat er überhaupt was von mir geklaut? Oh, er hat mir was geschenkt. Das ist natürlich auch mal eine... Oh. Geld, das ich nicht gebrauchen kann. Eine glückliche Wendung des Schicksals. Nein! Oh, nö! Oh. Mist. Hey, da ist noch eine. Okay, Link, benimm dich. Das ist eine Sackgasse. Und was mache ich hier dann? Geht's hier irgendwo weiter? Schau mich ein bisschen um. Das kann
kann doch nicht eine Sackgasse sein. Hatte das andere Ding. Das andere Ding hatte den großen Drehraum als Sackgasse. Wieso habe ich die denn übersehen? Ah, weil die unsichtbar ist. Ihr Säcke. Wie fies. Alter, das Glück hilft mir gerade. So. Dann haben wir jetzt aber wirklich den Tunnel abgearbeitet. Jetzt ist aber wirklich meine Frage, wie komme ich denn jetzt zu dem einen Abschnitt da drüben? Also dieser Schlüssel über den Lavabecken. Komme ich da nur über den dritten Bereich hin? Wir werden es erfahren. Ich gehe jetzt aber mal den Mittelweg. Das muss ja einen Grund haben. Aber wir haben schon mal 7 Schlüssel, damit sollte sich doch was umsetzen lassen hier. Diesen Raum möchte ich auch später. Wenn ich irgendwie noch eine Sackgasse habe, dann möchte ich diesen Raum, wo ich jetzt bin, auch nochmal mit dem Auge der Wahrheit untersuchen. So, ich gehe rechts lang. Warum auch immer. So, hier ist nichts. Nummer 2. Boah, hier verbrauchen sie die Schlüssel aber hurtig. Oh. Ich bin nach rechts gegangen, weil ich gehofft habe, ich... Oh, oh, lande genau hier. Awesome. Aber ist das nicht eine Verschwendung? 2 Schlüssel ausgeben, um einen zu erhalten? Dann sind aber die Wege links und rechts jetzt wirklich abgeschlossen. Das dürfte nicht mehr sein. Und Pfeile auch noch. Moment, gibt's irgendwo ein Loch im Zaun vielleicht? Oh, ich hoffe, ich habe mir es nicht verbaut, weil ich habe gerade 2 Schlüssel eingesetzt, um einen zu erhalten. Das ist kein fairer Tauschspiel. Nö, nö. Okay, da kann ich nur in die Richtung. Wieder 2 Schlüssel verbrauchen. Na. Ah. Schlüssel. Oh nee. Ich habe einen Schlüssel gewastet, oder? Ich habe echt einen Schlüssel gewastet. Komme ich jetzt nicht mehr zum Ziel, oder was? Nein. Jetzt komme ich da nicht hin, weil ich keinen Schlüssel mehr habe, oder was? Listen, du benötigst einen Schlüssel. Oh, ist das ein Mist. Ich hätte nicht nach rechts gehen dürfen, da hätte ich einen Schlüssel mehr. Oh Mann, wird das resettet? Ich habe wirklich Angst, dass ich es mir irgendwie verbaut habe. Habe ich einen Schlüssel übersehen? Gerade wirklich Bammel, dass ich den Schlüssel verbraucht habe, den ich nicht hätte verbrauchen dürfen. Ich werde die Prüfung einmal verlassen und wieder reingehen. In der Hoffnung, dass meine Schlüssel resettet werden.